Hallo Welt, da sind wir wieder. Oh, hungrig? Aber wir sind doch hier auf unserem Früchtebaum, oder nicht? Sind wir gar nicht. Wo gibt's hier Essen? Okay, nicht der Früchtebaum ist es. Hinstellen. Ach egal, wir essen unterwegs. Ich schlage nämlich vor, dass es ab nach Hause geht. Was ist das? Ach, guck an. Derzeitige Clansiedlung. Ansiedlung. Oh, das ist ja praktisch. Gut zu wissen. Dann essen wir nämlich auf dem Weg in Richtung Heimat. Wir werden mit Sicherheit das ein oder andere Teil finden. Ist doch schon was. Wie riecht das? Ja. Gut. Okay, dann. Frühstück. Nicht so hastig. Noch ein. Schmeckt das immer noch? Naja, gut, wenn du. Okay, wenn du magst. Naja, du hast noch was. Du hast noch was. Noch eins? Riechst du? Echt jetzt? Drei von den Riesendingern kannst du essen? Wow. Kein Wunder, dass die Menschheit überlebt hat. Bei dem guten Essen. Bei dem guten Hunger vor allem auch. Okay, wo ist unser Clan? Guck mal, wie intelligent die damals waren, oder? Ich hätte das nicht gewusst. Muss ich zugeben. Also ich wäre da lang gegangen. Oder? Ich weiß nicht, aber wie sind wir denn da raufgekommen? Oder hier runter? Oder überhaupt? Weil wir wollten zu den Krokodilen. Gesehen haben wir die Krokodile und die Nilschweine und die Pferde. Nilpferde und die alles mögliche andere auch noch. Ich weiß gar nicht, warum wir so weit weg sind von unserer Heimat jetzt. Ist auch nicht ganz richtig. Komm, nimm dir so einen Stock mit. Gut. Ich habe irgendwas knurren gehört, dachte ich, aber das war wahrscheinlich dann nur unser Magen, oder? Weil hier kommen wir nicht wieder runter, wenn wir einmal hier rauf. Darauf klettern. Oh, schön, die Sonne kommt. Wir sollten unterwegs überall was bauen. Immer, damit wir den Weg immer wieder finden. Aber wir können ja auch das hier machen. Unsere wahnsinnige Intelligenz einsetzen einfach. Boah, das ist ja einfach. Ja, aber der Ort ist ja viel weiter weg als vorher. Und hätte man mehr von diesen Höhlen erkundet mal, dann wäre es noch schwieriger. Da haben wir nämlich überall diese Höhlen. Höhlen, Schmetterlingsbaum, Oase. Ja, das sind schon schöne Sachen, aber wir sollten in der Gruppe los. Aber ich traue der Gruppe nicht. Die sind ja nicht mehr in der Lage, einen spitzen Stock zu machen oder einen Haufen. Also von daher, mit ihren Nüssen spielen, das können sie. Aber sonst
Nee, da müssen wir mit der Gruppe, ich weiß nicht, da müssen wir vorsichtig sein. Wie war das denn nochmal mit schnell absteigen hier? Da gab es auch einen Trick. Was ist denn da? Irgendein Geräusch immer die ganze Zeit. Sag bloß, das ist ein Stein da im Basalt. Ich hätte schon ganz gerne einen Stein. Hier oben ist auch kein Stein. Für einen spitzen Stock, wisst ihr? Wie? Irgendwie konnte man hier... Ach so, mit C. Das ist gar kein Stein. Stein. Ah, jetzt ist wieder kein vernünftiger Baum im Weg. In der Nähe, meine ich. Dann müssen wir das hier machen. Hier ist doch übersichtlich. Wir setzen uns genau mitten rein. In die freie Fläche hier. Und verändern jetzt unseren Stock. Spitzer Stock. Okay, den Stein brauchen wir gerade nicht mehr. Na. Schade, kein Basalt. Hier auch nicht. Können wir hier drin stochern? Ach so. Können wir nicht hier drin stochern? Haben wir noch nicht gelernt. Das kommt später erst wahrscheinlich. So ein dicker Baum, daran hätten wir uns doch erinnert. Da oben sind Bienen dran. Oh, Moment. Ja, aber was wollen wir jetzt mit Honig? Ja, wir können noch ein bisschen stochern da drin. Das ist doch gut. Verlier nicht deinen Stock, leg den nur ganz kurz hier ab. Mal. Das war nicht der Stock. Nein, du hast den Stock verloren. Na egal, den holen wir uns später wieder. Honig, das gibt Kraft.
Oh. Gut. So wenig, ne? Ja, das reicht, das reicht. Ich dachte, das bringt irgendwie auch ein bisschen Lebensenergie zurück, ein bisschen Spaß, weil es süß ist. Sag bloß, dass es auch runtergekommen. Du musst nicht alles immer runterwerfen. Jetzt such den Stock erstmal. Haben wir den Stock? Haben wir den Stock? Haben wir? Da, jetzt hast du den Stock. Ja, ich möchte jetzt aber viel lieber hier entlang. Und vielleicht können wir doch noch was mitnehmen. Können wir nicht? Ja, ist nichts mehr zu mitnehmen. Das ist der Wind. Der macht solche Geräusche hier. Aha. Basalt hier, ich glaub's nicht. Ich möchte aber trotzdem lieber hier lang. Also ich habe das schon mal für später dahin gelegt, für den nächsten. Der auf Erkundungstour geht. Haben wir überhaupt ein Krokodil geschafft? Ein Alligator? Wir sind ja auch noch nicht zu Hause. Ja, ja, das meine ich, aber wir sind auf dem Weg nach Hause, meine ich. Ja, aber ganz schön fit. Unsere Back. Das kann doch nicht so weit weg sein, oder? Da sind wir einmal ganz ums Tal rumgegangen. Aber wir sind schon eine ganze Weile unterwegs. Da können wir ja noch eine Nacht draußen schlafen hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Wir laufen bestimmt total falsch. Ich hätte mich da auf meinen Instinkt besser verlassen sollen. Das kann ja gar nicht richtig sein hier alles. Aber bald die ganze Gegend hier erkundet. Alleine schon. Mein Instinkt sagt mir nämlich, dass wir hier lang müssen. Wir suchen ja nur Basalt. Naja, vielleicht suchen wir auch Basalt. Ich bin ja schon neugierig. Da wird aber schnell dunkel hier. Da oben hat jemand ein Bett gebaut. Das waren doch bestimmt wir. Das ist gut. Wir sollten uns überall Betten bauen. Ja, aber das ist gar kein Bett. Oh Mann. Ich möchte ja nicht zu viel verraten und nicht zu viel versprechen. Aber ich glaube,
Es soll auch ein Meer geben. Aber wir haben ja nicht mal einen Evolutionssprung vollzogen. Ich meine, wie viele Jahre werden behandelt hier? 8 Millionen Jahre oder wie viel der Menschheitsgeschichte? Also wir sind immer noch im Jahr 200, wenn man so will. Wenn man so will, ja, da steht's doch. Also entweder wir übernachten hier, aber dann haben wir nichts zu essen und zu trinken morgen. Oder wir laufen die ganze Nacht durch. Ich bin fast verlaufen. Laufen die doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wie sieht's denn aus mit unserem aufrechten Gang? Der ist so anstrengend, oder? Hier kommt mir aber auch überhaupt nichts bekannt vor, als würden wir ganz falsch gehen, ist das hier. Da, noch nichts entdeckt hier in der Ecke. Was ist das? Basalt. Endlich. Ja, okay, jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht, aber vielleicht können wir das ja bis nach Hause mittragen. Ja, derzeitige Clan-Ansiedlung. Es kommt etwas näher. Nein, kommt es nicht. Wenn überhaupt, dann kommen wir näher. Ja, aber wir kommen der Geschichte näher. Aha. Warum wird uns da ein Versteck schon angezeigt? Und warum habe ich den Eindruck, dass Basalt immer nur an Stellen ist, an denen es super gefährlich ist? Vor allem jetzt ist so viel da. Genau. Dem Baum, meine ich, sind wir nämlich gerade schon gewesen. Ich habe doch gerade unten gesehen, dass wir hier irgendwas einsammeln können. Da. Oh ja, natürlich. Der hat uns gerade noch gefehlt. Der legt sich da echt auf die Lauer. Boah, wie fies. Wir sind schon weg. Und der schläft da. Wie was? Gute Nacht, Musik? Echt? Sollen wir schlafen, heißt das? Aber noch sehr gut gelaunt, muss ich sagen. Dafür, dass wir so weit weg sind von zu Hause. Okay. Wir schlafen und am nächsten Tag in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.